Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg vom Berg. Als erstes werde ich hier meinen tödlichen Nader, der kam gerade vom Training zurück, den Pimpe Glamour nach oben. Der ist jetzt Level 40. Dann kann er auch gleich losfliegen, ein bisschen Material besorgen. Den holen wir auch gleich nach Hause und schicken den gleich nochmal los. Checken wir hier oben erstmal unser da. Oh, unser Fisch ist voll. Jetzt gucken wir erstmal, was wir mit unserem Fisch veranstalten können. Am besten, wir pimpen hier gleich einen Drache auf. Ich guck mal, welcher vielleicht ganz sinnvoll wäre. Den hier. Gut, jetzt haben wir den Nada hier im Level 38. Den machen wir auch gleich noch hoch in Level 39 und schicken den gleich wieder los. Jetzt können wir hier ganz beruhigt unseren Fisch einsammeln. Gucken hier drüben nochmal. Unser Hakadu ist auch beschäftigt. Der kann trotzdem nochmal neu losfliegen. Genauso wie unser Holzklau. Gut, die sind neu losgeflogen. Unser Sturmfeier ist jetzt auch Level 37. Der kam auch gerade aus dem Training zurück. Der kann auch Holz sammeln. Aber wollen wir einen Fisch holen? Ja, der holt Fisch. Hier haben wir unseren Schädelbrecher. Der sammelt ganz schön lange, also von der Zeit her 4 Stunden 30 mal 6000, das ist schon ein bisschen was. Wenn ich den jetzt noch pimpe und zum Training schicken würde, dann wäre es natürlich noch besser. Aber wir gucken erstmal, welche Drachen wir hier noch zum Training schicken können. Ich würde sagen, unseren Schockdrachen pimpen wir mal auf. Ah, das reicht, mehr haben wir nicht. Jetzt haben wir aber noch so viel Holz, also könnten wir ja mal gucken, welchen wir hier zum Training schicken können. Da würde ich sagen, nehmen wir den Nada, den schicken wir gleich mal los. Haben wir gleich wieder ein bisschen Platz für Holz in unserem Holzlager. So, was ist mit ihm? Der Schockrachen, der chillt hier eine Runde. Der kann aber gleich los. Oh, jetzt kann der keinen Fisch sammeln. Dann müssen wir den Sturmpfeil zurückziehen und den Holz sammeln lassen. Kann hier nämlich unser Schockrachen gleich weiterfliegen. Dann gucken wir hier oben nochmal. Die schicken wir alle nochmal neu los. Habe ich gerade. Der kann nochmal los. Und der kann nochmal los. Oh. Jetzt ist das Fisch. Fisch ist voll. Da müssen wir uns mal überlegen, welchen wir noch zum Training schicken. Entweder unseren Gruff. Oder unseren Krallenkrabbler. Ah, den müssten wir eh erstmal noch pimpen. Also würde ich sagen, schicken wir den Gruff mal zum Training. Bisschen über eine Stunde dauert's. Jetzt haben wir hier natürlich noch eine Menge Holz. Aber da können wir ja auch noch ein bisschen was aufwerten von. Aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Müssen wir mal gucken. Hier oben, das kostet 1,9 Millionen oder 1,95 Millionen. Und hier unsere Brücke kostet 1,6 Millionen. Das würde schon fast reichen. Eigentlich könnten wir das machen. Müssten wir noch ein bisschen sparen. Gut, unser Event, das ist auch nicht mehr ganz so lang. Können wir mal gucken, wann unser ohne Zahn zurückkommt. In einer Viertelstunde. Dann bin ich mal gespannt, ob wir einen von den beiden Drachen hier bekommen haben. Entweder den Regenschneider oder den Poch. Ich hoffe natürlich, dass wir den Drachen kriegen. Cool wäre auch zwei zu kriegen, aber erstmal reicht einer. Ich bin ja da ein bisschen flexibel und würde mich über beide freuen. Gut, soweit wisst ihr jetzt erstmal wieder, wie es bei mir auf Berg aussieht. Ich hoffe, euch gefällt es soweit. Euch kann ich jetzt noch zeigen. Achso, ich habe ein bisschen meinen Berg so ein bisschen umgebaut, dass ich mehr Drachen auf Berg bekomme. Also hier habe ich ein bisschen was umgebaut. Könnt ihr auch hier halt ein paar Häuser eingebaut, dass ich hier oben noch Platz habe für einen fünften Drachen. Das fand ich ganz wichtig. Also ich habe jetzt zwei Drachen mehr auf Berg als vorher. Hier hatte ich drei und hier hatte ich vier. Daraus habe ich jetzt fünf gemacht und vier. Als nächstes werde ich dann hoffen, dass wir
vom Event ein paar coole Drachen bekommen. Den werde ich dann ausbrüten und dann werde ich gucken, ob ich noch ein bisschen Platz auf meinem Berg finde, dass ich den hier irgendwo platzieren kann. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. So, sammeln wir alles nochmal ein. Von euch würde ich mal gerne wissen, ob ihr schon einen Poch oder einen Regenschneider habt. Wenn ja, dann schreibt das in die Kommentare und schreibt mir mal, wie cool sie sind oder auch nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Außerdem würde mich mal interessieren, ob hier schon mal jemand für diese App Geld ausgegeben hat, um Runen zu kaufen. Hier. Wenn ja, wie viel und ob sich gelohnt hat, würde mich auch mal interessieren. Jo, soweit sind wir erstmal durch. Hier seht ihr nochmal meinen Drachenhanger. Alle Drachen, die ich so besitze. Jetzt könnten wir ja nochmal das Holz einsammeln und gucken, ob das reicht, um die Brücke auszubauen. So, 1,6 haben wir. Zack. Ah, den würde ich gerne noch losschicken. Kann er noch Holz holen? Holz kann er noch holen. Da habe ich ein bisschen geträumt. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Wie teuer war die Brücke? 1,6. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Na. Hallo. Da ist er. Also können wir die jetzt ausbauen. Das machen wir auch gleich mal. Dauert einen Tag, 18 Stunden. Umso früher wir das machen, umso besser ist es. Dann können wir hier ein bisschen freiräumen. Dann kann ich ein paar neue Drachen hinpflastern. Klar, unsere Ressourcen sind jetzt erstmal alle. Wir müssen wieder sparen. Aber nützt ja nichts. Dafür sind sie da, wa? Gut, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.